alter Hase, ja, man sieht es ja an der Haarfarbe schon fast ein bisschen. Ja, ja genau, Silberrücken. Ja. Ich bin eigentlich mit dem Start meines Berufslebens schon immer mehr oder weniger mit der IT-Branche irgendwo in Berührung gekommen. Ich würde mal sagen, ich habe IT-KR-Erfahrung wahrscheinlich 25 Jahre plus, oder ich habe mal hochgerechnet, heute 27 Jahre, glaube ich, muss ich auf meinem Lebenslauf jetzt sogar schreiben. Davon rein im Sales jetzt auch schon über 15 Jahre. Vorher hatte ich ein bisschen im Bereich PR und im Bereich Anzeigenverkauf, Mediaverkauf, aber auch sehr viel IT-relevante Titel. Also auch immer irgendwo so ein bisschen mit der Branche in Berührung gewesen. Ja, und habe mich jetzt also die letzten Jahre dann auch sehr stark, ich habe dann ein Studium an der Bayerischen Akademie der Werbung und habe dann mich gerade im digitalen Medienbereich in den letzten Jahren eigentlich sehr erfolgreich bewegt und da gerade für einen ganz namhaften Hersteller, soll man nennen, Thomas, oder? Ja, ja, natürlich, klar, also einfach sich auch gerne mal selber loben, ne? Also nach dem Motto, Gutes tun und darüber reden, ja. Ja, also ich habe halt auch für Adobe viele Jahre da im Endeffekt so ein bisschen den Türöffner gemacht, so, ich würde es fast als Evangelisten sozusagen draußen bezeichnen. Okay. Genau diese Zeit, wo Adobe sich da von dem Anbieter für nette Grafiktools und für Dokumentenlösungen da zu diesem Full-Service-Digital-Marketing-Anbieter gewandelt hat und sie dann da gewachsen ist. Und da waren halt auch ganz, ganz tolle Kontakte drin zu den Entscheidungsträgern eigentlich der Top 500, eigentlich der Fortune 500 zu VP Sales, zu den CIOs, zu den Head of Sales, weil das war halt auch eine sehr schöne Sache, weil man natürlich immer mit Themen auf die zugekommen ist, von denen man ziemlich schnell gelernt hat, dass Adobe da ein bisschen immer so ein bisschen voraus war und ein Jahr später hat die ganze Branche darüber sich Gedanken gemacht. Und wenn man natürlich bei so einem Ansprechpartner ein Jahr später angerufen hat und gesagt, gell, von einem Jahr habe ich dir genau das erzählt, wo jetzt alle sich mit beschäftigen, okay. Dann ist man dann natürlich dann auch wunderbar im Gespräch gewesen. Mhm. Und da konnte man natürlich bei Krankenkassen, bei Versicherungen, also bei gesetzlichen Krankenkassen mitunter auch das etwas schwierigere Umfeld, da überall eigentlich Türen öffnen und für die Account Manager da die entsprechenden Termine machen. Das ging natürlich auch bis in den Government-Bereich hoch und war natürlich in der Industrie rauf und runter dann sozusagen. Mhm. Ob das Weltkonzerne waren oder auch alles, was sich halt Adobe auch leisten konnte, das war natürlich die andere Frage. Ja. Also das ist letztendlich, ich muss das Mikro noch ein bisschen hin herreichen, passt schon. Das ist letztendlich auch nicht branchenspezifisch gewesen, sondern auch, du hast da auch quasi auch Business Development betrieben für Adobe, Branchen, also das ist die ganze Facette sozusagen von A bis Z, aber doch eher so im High-End, könnte man so sagen, High-End-Bereich oder sagt man auch Enterprise-Bereich. Also was ist da, sagen wir jetzt so also Pi mal Daumen ganz grob für jemanden, der sich da jetzt vielleicht nicht ganz so was wir uns da vorstellen können, weil manche haben ja immer noch so Adobe irgendwie mit Photoshop oder sowas im Hintergrund. Also war dann doch wirklich High-End. Was ist da so, sagen wir mal, jetzt ganz grob sechsstellig oder siebenstellig, was ist da so hängen geblieben dann für deine Vertriebler da in Adobe und so weiter? Kann man so irgendwie ganz grob mal so sagen. Ja, meist gut. Es gab von den Account-Managern eine ganz klare